Hallo und willkommen zu ein bisschen PvP im Mist of Pandaria. Wir zerlegen hier gerade eine Paladose. Aber hauptsächlich wollte ich eigentlich mal die neuen BGs spielen, BGs allgemein. Naja, haben wir gerade noch eine Paladose zerlegt. Ich weiß nicht, wieso die immer da in die Hordenkaserne reinfliegen. Die sehen doch von außen, dass da rote NPCs drin sind. Naja. Also hier gibt es jedenfalls nichts für Allianz-Spieler. Hier ist das die Horden-Base, hier gibt es nur Horden-Items. Und dann gehen wir in die Silberbruchmine. So. Und geht's los. Okay. Dann stellen wir mal ein Tischchen. So, wer das BG noch erkennt. In der Silberbruchmine starten von der Mitte immer ein paar Waren. Man muss sich in der Nähe von den Waren befinden, dass sie zu der eigenen Fraktion gehören. Und wenn sie dann als eigene Fraktion getappt ins Ziel kommen, da unten, oder da, oder da, oder da, dann bekommt man Punkte. Da an den Kreuzungen kann man auch die Schienen umstellen, dass woanders hinfahren. Aber in allgemein zum Beispiel, wenn da 5 Hordenspieler sind und 3 Allianzspieler, dann gehört die Lore zur Horde. Und dann punktet die Horde, wenn sie die da unten abgibt. Also einfach so viel wie möglich in der Nähe sein, capturen und Punkte machen und gewinnen. So einfach ist das. Quasi so ähnlich wie bei Team Fortress 2. So. Okay. Dann fangen wir gleich an in 30 Sekunden. Mal schauen, ob wir derbe verlieren oder doch was trotzdem gekrocken. Ich habe auch schon ein PvP-Gear. Gecrafteter Helm. Amulett vom Händler, gecraftete Schultern. Umhang vom Händler, gecraftete Brust. Handgelenke vom Händler. Handschuhe. Gürtel, Beine, Schuhe, Ringe. Dann noch das Dunkelbräu-Amulett. Was habe ich dann noch? Okay. Ja, ein bisschen was habe ich schon. Da rennen jetzt 20 Allianzler hin. Den da unten schafft man immer. Capture. Oh, doch, naja. Das war wohl nix. Die Allianz ist in Führung. Pfui, böser Todesritter, weg da. So, jetzt geht die quasi die Lore ins Ziel und da bekommen wir Punkte. Rein da, Fifi. Brav. So, wie gesagt, wenn man da die M-Taste findet, wäre es immer mal von Vorteil. Da haben ja manche Leute immer Probleme damit, mal auf die Map zu schauen. Allgemein in BGs. Man merkt, dass die Leute langsam PvP-Gear haben, weil vor ein paar Tagen habe ich noch 150.000 Schaden gemacht an einem Spieler. Jetzt sind es nur noch so 80.000 Quids, es werden immer weniger. Naja.
mich weg. Dann habe ich noch einen Dot rein, dass er nicht wecken kann. Recken, recken. Ja. Jetzt wollte ich gerade irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Was wollte ich sagen? Na, ich bin total derbe. Ich habe vorhin einen Petfight. Konnte es natürlich nicht aufnehmen. Ein Petfight mit meinen Level 10 Pets. Gehe ich ein Level 10, Level 10 und Level 11 Pet gemacht. Scheiß die Wandern. Habe ich quasi einen höherlevelichen Besicht mit seinem Level 11 Pet. Das war so derbe, aber den habe ich sowas von in den Arsch getreten. Der wird heute wieder zu seiner Mutti rennen, dass Cash Ketchum ihn besiegt hat. Cash Ketchum, der beste Pokémon-Trainer der Welt, aber naja, egal. Battlemon-Trainer, nicht Pokémon. Battlemon. Oh, die haben zwei Loren. Und das ist natürlich kein bisschen hilfreich, die Zerken sie zu 5 drum, statt einfach hinter zur Lore zu reiten, wo sie eh in der Überzahl sind. Dann haben wir sie nämlich für uns. Ja, ist sie neutral, jetzt gehört sie uns, na super. Passt doch. Sauber. Habe ich gut gemacht, echt. Und da geht sie ins Ziel. 832 zu 472 für die Horde. Aktueller Stand von 1600 zu erreichen das Ziel. So. Da kommt die nächste Lore. Schaffen wir die da unten? Oder wie sieht es da aus? Na, ich hoffe mal, dass es passt. Oh, Faladosen-Alarm. Ich habe ja Frostdrachen geskillt. Da kann ich den erstmal festsetzen. Frostdrachen bringt das Ziel zum Schweigen und friert es 8 Sekunden lang ein. Auf Spieler hat es nur die halbe Wirkung, also werden die nur 4 Sekunden eingefroren, aber ja. Hat 1,5 Sekunden Castzeit, finde ich ganz nett. Ein Ziel einfrieren und zum Schweigen bringen. So, ja, sowas mag ich, sowas brauche ich. Ja, ist ganz nett. Vor allem gegen Paladosen, dann konnte sich wenigstens nicht heilen. So, Moment. Ein Haustier müssen wir raus. Fetisch von Sentchen. Hallo. Oh, Level 90 ist das geil. Level 90. Hat wohl mitgelevelt heimlich. Oh, da kommt wieder die Paladose. Naja, das war's wohl mit der Paladose. Bam, weg ist er. Wir sind halt so derbe. Also, damit mache ich jetzt nur mich, damit mache ich die Horde allgemein. Zumindest in diesem Begeben, nächsten kann es natürlich wieder ganz anders aussehen.
Aber ich sage ja immer, mal gewinnt man, mal verliert man. Ich bin halt keiner von den Heulern, der dann immer in den Chat geht. Die Hörner ist so blöd, wir verlieren. Echt, die ganzen... Mann, BG verliert, die ganzen Heuler da immer im Chat, das ist unbegreiflich. Echt. Als ob das in einer anderen Fraktion anders wäre. Ich habe auch auf dem Server Charaktere bei der Allianz ist genauso, wenn man da verliert. Die Allianz verliert immer. Und dann bei der Horde. Die Horde verliert immer. Eins ist bei beiden Fraktionen immer gleich. Bei beiden Fraktionen gibt es Heuler. Und die machen sich auch immer bemerkbar. Das sind quasi so kleine Kinder, die irgendwie auf sich aufmerksam machen müssen. Dann flames immer mein Channel. Die Horde verliert immer. Die Allianz verliert immer. Schenkt mir doch ein Aufmerksamkeit. Meine Mutter kümmert sich nicht um mich. Die mag mich nicht. Die hat mich verlassen, als ich klein war. Oder so. Keine Ahnung. So in der Art scheint es wohl irgendwie zu sein. Tja. Aber ich will hier ja nicht flamen, sondern gamen. Also gamen einfach mal weiter. Aber wie sieht es denn mit Gear aus? Ja. Habe ich eigentlich schon so ziemlich blaues PvP-Gear. Da habe ich das Twinket mit Dreharmbanduhr aus von Corwin Düsterbräu. Hat Item Level 470. Ist auch ganz nett. Trefferwert um 904 erhöht und eine Chance, dass 10 Sekunden lang die Zaubermacht um 5424 erhöht wird. Scheiß die Wand an. So. Gibt's sonst noch irgendwas Besonderes zu erwähnen? Oh ja, ich habe noch Feuerwerk. Das habe ich jetzt nicht so gesehen, aber ist egal. Und einer. Ah ja, nice. Bäh! 5 für 5? Was ist das? Erobert 5 Minen dann in einer einzigen Schlacht um die Silberbruchmine, ohne zu sterben. Na bitte. Okay, bis zum nächsten BG mache ich dann mal Aufnahmepause und dann sieht man sich wieder. So, da sind wir jetzt im Tempel. Das BG hat schon angefangen. 826 zu 366 für die Horde. Scheiß die Wand an. Naja, wenn man gewinnt, muss man halt auch mal verlieren können. In dem BG geht es darum, da gibt es in jeder Ecke ein Artefakt, 4 Stück insgesamt. Die muss man aufheben als Spieler und dann in die Mitte gehen, weil da gibt es dann die meisten Punkte. Die Horde rennt gerade außen rum. Naja. Die scheint es wohl nicht ganz zu kapieren. Aber ist auch. Jetzt lernen sie noch, die Jungs. Immer schön in die Mitte mit dem Artefakt und die Mitte halten. Dann gibt es die meisten Punkte. Ich glaube, da gibt es ein neues Bug. Da gibt es einen neuen Bug. Heilers können irgendwie nicht mehr sterben oder so. Aber wo sind unsere Leute? Ich bin hier. Wir sind da zu zweit in der Mitte. Genau, da hat es einen Chat kapiert. Wie wär's, wenn die Typen mit dem großen Licht über den Kopf angreifen würden? Ja, das wäre mal eine Idee. Frostbombe 267k Crit. Lol. Naja, das ist ja kein Wunder, wenn du kein PvP-Gear anhast. Spotzfreund. Mich hat, glaube ich, vor ein paar Tagen auch mal ein... Warte mal, was war das? Ich glaube, ein Schurke hat mich getwo-hittet. Da hatte ich irgendwie 290.000 Leben. Da hat er mich da einfach getugelt, der Schurke ist. Was für ein Lümmel.
So, der hat gerade das Artefakt, der Schurke. Ja, wenn wir noch ein paar Spieler mit drauf gehen würden, dann wäre er down gewesen, trotz Heiler. Ja. 22 zu 1265 für die Allianz. Eine Theorie. Ah, die kenne ich doch irgendwoher. Irgendwas sagt. Aha. Eine Theorie, ja, die kenne ich doch aus dem Film. Aber seit wann blaue Schlümpfe. Oh ja, blaue Schlümpfe spielen ja bei WoW mit. Du hast ihn halt ganz vergessen. Hab nichts gesagt. Bloß, dass die blauen Schlümpfe bei WoW allerdings dicker sind als die von Avatar. Habe ich viel dicker. So. Was wollte ich jetzt machen? Stirb doch du, stirb. Na toll. Ich könnte ihn ja mal zum Schweigen bringen. Das reicht glaube ich in die 4 Sekunden. Na, da hält er sich schon wieder. Ah, den bekomme ich so nicht down. Oh, da hat einer von uns einen Artefakt, der wird da rein gelabert. Schiebe ich mal da hinten ein. Scheiße, der hat doch von mir drauf, wie soll er rausgekommen? Ne, doch, der ist noch im Schieb, der ist noch im Schieb. Ah, zwei Artefakte haben wir. Ist ja auch toll, wie die da hinten AFK rumstehen aus unserem Team. Das ist halt wieder mal typisch Jäger, da steht da hinten AFK rum, der scheiß Jäger, statt da in die Mitte zu kommen. Scheiße. Den müssen wir gleich mal AFK melden. Na, jetzt hat er sich wegbewegt. Jetzt lässt sich der Jäger mal herab, wieder mal mitzuspielen. Danke, Herr Jäger, dass Sie uns wieder mal mit Ihrer Anwesenheit beehren. Ich habe mich natürlich super auf PvP vorbereitet. Ich habe noch 97 Heiltränke. Jeder Heiltrank heilt 60.000 Gesundheit. Und sich auch ja, wegen vorbereitet für PvP. Naja. Wenn ich noch ein paar Punkte gut gemacht, 1100 zu 1600, hat noch mein Ehre gegeben. Naja. Kann man ja nichts dafür, wenn da so ein scheiß AFK-Hunter wieder dabei ist.
So, mache ich gleich mal zufällig SPG, vielleicht kommen wir gleich rein. Ah ja, ich bin schon in der Suche. Eine von einer Minute, ne? Kann ich mal laufen lassen. Da gibt es Horden PvP Gear. Warum da immer die blöden Allianzen da reinfliegen? Keine Ahnung. Ich habe da jetzt schon seit an einem Tag habe ich schon drei Allianzen da abgeschossen, weil die da reingerannt sind. Da muss man sich echt denken. Weil ich bin auch zuerst da nun da zur Allianz Base geflogen, wo es dieses Allianz Gear gibt. Aber da habe ich halt von außen gesehen, Allianz, rote Spieler, NPCs. Rote NPCs, ich glaube, da gibt es kein Horden-PvP-Gear. Da hat es bei mir im Hirn einen Klick gemacht. Aber die Allianz-Spieler, oh, einfach reinflieg, voll gebufft und ohne Hirn, fliegen wir einfach mal rein und wundern uns da, warum wir getötet werden. Naja. Von daher bleibe ich da immer noch irgendwie gern stehen, während ich mich fürs PvP anmelde, weil wenn da ab und zu immer so ein Allianz da reintrödelt, meistens Paladine, die sind eher wegen langsam her von der Reaktion, meistens, dann hauen wir die halt noch mit um. Aber wie ich sehe, habe ich gerade Post. Dann mache ich mal Port nach Ewige Blüte oder... Ewige Blüte habe ich auch auf dem Ruhestein. Was soll ich da irgendwo importen? Was ich auch komisch finde, dass Teleportation und Portal nach ewiger Blüte nicht in dem Raster dabei ist, in den und den, sondern dass man es extra an die Leiste ziehen muss. Das ist ja auch wieder dämlich. Aber naja, Blizzard. Ihr wisst schon was, ihr. Naja. Wie ein schlauer Mann mal gesagt hat, ist doch eh alles lol. So, Briefkasten. Seidenes Gewand, PvP-Gear, habe ich zwei, drei Stück verkauft für jeweils 200 Gold. Da habe ich mal noch mal so ein Batzen so grüner Edelsteine gekauft, mal so aus Verdacht. Die Kosten haben im AA nur alle ein Gold gekostet. 120 Intelligenz, 180 Auto aus der 240 Meisterschaft. Das sind ja zwar jetzt nicht so die Bringer, aber mal so auf Vorrat, bis die anderen bezahlbar werden. Das kann ich eigentlich mal alles beim NPC verkauft. Bekomme ich im AHE nicht mehr los.